Hallo Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und heute ist wieder Zeit für unseren Teamgeist. Teamgeist ist eine Aktion von meinem Team und mir für euch. Wir machen immer zu einem bestimmten Thema, das ich vorgebe, ganz viele Projekte und Karten. Und die bekomme ich dann immer von meinen lieben Teammitgliedern zugeschickt und zeige euch die dann immer im Video. Also das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das machen, dass ihr ein Video von uns seht. Und ich bin echt gespannt, ob ihr erraten könnt, wenn ihr dieses Bild seht, wie das Thema ist. Ich glaube, es ist schwierig, weil wir haben ja echt einen total bunten Mix an Material, mit dem wir gearbeitet haben. Und das Thema heißt Dein Liebling aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und ich war total gespannt auf dieses Thema, weil ich mich selber überhaupt gar nicht entscheiden könnte, mit was ich denn arbeiten möchte bei diesem Thema, weil ich einfach so viele Sachen so schön finde aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und dazu komme ich nachher noch, wenn ich euch meine Idee dazu zeige. Aber ihr habt mir auf jeden Fall auch sehr viele tolle Sachen geschickt und mit sehr vielen Überraschungen. Also ich finde das total cool, was daraus alles entstanden ist. Also wir haben natürlich Weihnachtskarten, aber wir haben sogar eine Sommerkarte und das zeige ich euch alles ganz genau gleich. Bevor wir starten, wollte ich mich aber nochmal ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, wirklich von ganzem Herzen. Zum einen für das, dass ihr so toll mitmacht, das freut mich sehr. Und auch für das letzte Video an euch, die ihr zugeschaut habt, denn ihr habt sehr viele positive Kommentare hinterlassen und wir haben uns da alle sehr gefreut. Also liebe Teammitglieder, ich hoffe, ihr habt die auch gelesen, weil die waren wirklich total schön, die Kommentare auch. Und das ist auch super angekommen, das letzte Video. Okay, und dann starten wir jetzt also mit unseren Lieblingen aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und ich habe es ja beim letzten Mal auch so gemacht, dass ich zwei Videos gemacht habe. Einmal mit euren Sachen und einmal mit meiner Idee, dass wir die noch nachbasteln, dass es nicht ganz so lang wird. Und so machen wir es heute auch. Deswegen zeige ich euch jetzt ganz kurz, was ich euch dann nachher zeige im zweiten Video. Und dann kommen wir zu den Hauptdarstellern in unserem Video heute, in diesem Video. Ja. Ich habe mir gedacht, also wie gesagt, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden und habe mich dann darauf geeinigt, dass ich euch eine Halloween-Packung zeige, eine Halloween-Verpackung. Weil ich zum Thema Halloween dieses Jahr wahrscheinlich sonst keine Videos machen werde. Mein Liebling ist aber wahrscheinlich auch dieses Set aus dem Herbst-Winter-Katalog mit den wunderschönen Christbaum-Anhängern. Aber andererseits kann ich mich auch einfach nicht entscheiden, weil ich alles so toll finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich mache für euch eine Halloween-Verpackung, dann seht ihr das. Und die Weihnachtskarten mit den ganzen Weihnachtsmaterialien aus dem Herbst-Winter-Katalog, die kommen noch als Video. So, lange Rede, das ist meine Verpackung, hier total einfach, die ist im Hintergrund noch geprägt. Das ist also so ein Aufzug, da kommt jetzt gleich, das hat sich jetzt ein bisschen verhakt anscheinend. Ups, ja, es hat sich ein bisschen verhakt, sorry. Ich zeige es euch jetzt an dem hier nochmal, da klappt es nämlich, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, das ist also so ein Aufzug und hier für Lakritz, ihr könnt es natürlich auch in halber Höhe machen. Und was jetzt das Besondere an diesem Aufzug ist, ist hier jetzt diese Sargtüre, die sich da öffnet. Da hinten kommt dein Gruselmann raus. So. Und hier ist aber die einfachere Variante, weil an Halloween möchte man es ja manchmal auch ganz schnell und einfach halten mit den süßen kleinen Monstern. Das ist meine Idee für euch und dieses Video seht ihr dann gleich im Anschluss oder wenn ihr hier oben auf das weiße i klickt. So. Und jetzt kommen wir aber zu euren Karten. Ihr Lieben, bevor das Video startet und ich euch die ganzen schönen Karten zeige, muss ich gestehen, dass ich eine Karte leider nicht dazugelegt habe. Oh, es tut mir so leid, Alexandra. Das ist immer das, wenn man das Video so schnell zwischen den Schlafenszeiten machen will vom Baby. Und ja, ich habe die Karte auf der anderen Seite liegen gehabt und nicht auf der Seite, wo ich die anderen Karten hatte. Und deswegen kommt eine Karte jetzt als erstes dran und entschuldige bitte mein Fauxpas. Ich finde diese Karte wieder mega, mega schön. Ich zeige euch erstmal die Materialliste, die halte ich euch wieder ins Bild. Und die Alexandra hat auch einen Brief geschrieben. Es gibt so viele tolle Sachen im neuen Katalog, da kann man sich gar nicht entscheiden. Ja, also kenne ich. Aber ich denke, mein absoluter Favorit sind zum einen Nature's Beauty, die Reihe Winterzauber. Das Designerpapier ist einfach der Hammer, da stimme ich dir vollkommen zu. Und die Crystal Effects Schimmerglanz und der Glitter, dieses Glittereis, das seht ihr nachher nochmal, das haben mich einfach umgehauen. Also ich finde es auch total schön. Sie ist hin und weg von diesen ganzen tollen Produkten und ich kann das nur bestätigen. Die Alexandra ist von Stempelmagie. Ich halte euch das mal so ins Bild, wie ihr sie findet. Und die Karte ist einfach nur ein Traum. Ich werde es nachher im Video sagen, also mir ist das gestern aufgefallen, als ich das Video schneiden wollte, dass mir eine Karte fehlt.
Ich sag's also nach dem Video, ich weiß, das ist schon, was ich alles so gequatscht habe. Dieser tolle Glitzereffekt, wow, einfach wunderschön. Ich finde es auch toll, wie du die Zweige gestaltet hast, so zweifarbig, wahrscheinlich mit den Schwämmchen, würde ich sagen. In Aquamarin und einem Blauton kann ich jetzt nicht ganz zuordnen. Dann ist hier dieser ganz süße Waschbär. Ich glaube, es ist ein Waschbär, gell? Und hier innen dann ist noch der schöne Fuchs des Stempelsets. Und es ist einfach eine tolle Karte. Hier hinten wieder meine Lieblinge, meine bestickten, raffiniert bestickte Rahmen. Irgendwann kann ich es auch. Und hier vorne noch die schönen Bäume. Und dann noch die ganz kleinen Schneeflöckchen. Seht ihr die? Die sind auch total süß. Habe ich mir auch schon bestellt. Und ja, also die Karte ist total schön. Ich finde die Farbkombination total klasse. Und auch einfach insgesamt dieses Funkeln und Glitzern, das macht schon echt was richtig toll aus. Also ich finde die ganz super schön. Und ich denke, ihr seht es ganz gut, gell? Mit diesem Glitzern auf den Zweigen. Total schön. Alexandra, vielen Dank für deine schöne Karte und Entschuldigung bitte, dass ich die einfach auf der falschen Seite liegen hatte. Zum Glück ist es mir noch aufgefallen, als ich das Video dann bearbeitet habe. Jetzt geht's gleich weiter mit allen anderen Ideen. Bis gleich! Und ich fange jetzt einfach an mit dieser Karte hier, die ist von der lieben Marion. Und das ist wieder so eine richtig schöne Kartenform, denn die hat hier vorne den Verschluss. Seht ihr das? Also so wird die verschlossen. Und so sieht sie innen aus. Finde ich wieder eine wunderschöne Karte, die ich auf jeden Fall nachbasteln muss. Und ich, wie gesagt, mir gefällt das Papier sehr gut auch. Diese ganze Reihe gefällt mir gut und aber es ist schon sehr toll. Auch die kleinen Sternen sieht man hier jetzt mal richtig schön. Ich hoffe, ihr seht es in der Kamera auch. Und auch noch der Hintergrund hier ist geprägt mit diesem Schreibschrift-Prägefolder. Den finde ich auch sehr schön. Und insgesamt das ganze Set gefällt mir gut. Das Papier mit dem Schriftzug und mit den Christbaum-Anhängern. Also das ist schon wirklich, ich glaube, das ist mein Favorit. Aber wie gesagt, ich konnte mich nicht entscheiden. Also die liebe Marion hat diese wunderschöne Karte gemacht und vielen Dank, Marion. Ich finde die ganz toll und ich muss sie wieder nachbasteln, weil war ja klar, gell? Und die Adresse, wo ihr die Marion finden könnt, ist www.papierundherz.de aus Passau. Dankeschön für diese Karte. Dann machen wir gleich mal weiter mit dieser Karte hier. Ihr seht schon, das ist eine Schüttelkarte und die Karte ist von der lieben Claudia. Claudia hat auch eine Materialliste geschrieben. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Ich halte euch die mal so schön ins Bild. Ich hoffe, das sieht man alles jetzt so. Da könnt ihr Pause machen, wenn ihr das alles braucht. Und sie hat hier innen drin auch noch den Weihnachtsmann den Weihnachtsmann, den Schneemann reingestempelt. Und ich glaube, ihre Favoriten sind ganz klar der Schneemann. Der ist nämlich hier drinnen auch und hier draußen. Zu dem Schneemann gibt es ja auch die passende Stanze. Die hat sie hier benutzt. Und ich glaube, auch diese Schneekugel ist ihr Favorit, denn die hat sie ja natürlich hier auch schön verarbeitet. Entschuldigung. Die hat sie auch schön verarbeitet und dann hat sie hier auch noch ein Glitzerpapier. Also es ist auch wieder eine wunderschöne Karte, hat ein bisschen größeres Format, also ist jetzt nicht unbedingt zum Postverschicken in einem normalen Kuvert, sondern da müsste man dann selber ein Kuvert finden oder ein großes nehmen. Aber es ist auch wieder eine ganz tolle Karte und hat hier sogar, ich glaube, das seht ihr gar nicht, aber hier jetzt noch so Punkte drauf gemacht, diese Schneepunkte. Es fühlt sich an wie so Styroporpunkte. Finde ich eine ganz witzige Idee, weil man kriegt auch manchmal so Kügelchen in irgendwelche Verpackungen und die kann man natürlich aufheben. Kennt ihr dieses Problem, dass ihr alles, was ihr so irgendwie bekommt, auch noch vielleicht zum Basteln brauchen könnt? Und da könnt man auch diese Styroporkugeln für Winter und auch für diese Füllung benutzen. Also vielleicht gibt es das auch zum Kaufen irgendwie, das kann auch sein. Aber prinzipiell wäre das auch eine gute Idee. Vielen Dank, Claudia, für diese tolle Karte. Man will gar nicht mehr aufhören zum Schütteln. So, und jetzt kommen wir zur nächsten Karte. Die Karte ist von der lieben Maike. Und das ist mal eine richtig schöne Herbstkarte, oder? Also was ich ganz besonders cool finde, ist irgendwie diese Farben. Also dieser Apfel, der schaut so knackig aus. Der glitzert jetzt auch noch, aber der schaut so knackig aus, dass man da am liebsten reinbeißen würde, glaube ich. Und da passt der Spruch natürlich kurz und knackig. Alles Gute. Ich finde die Karte sehr schön, weil, also ich muss sagen, dieses Set hat mich jetzt im Katalog auch nicht so richtig angesprochen. Die Maike schreibt, sie hat ganz viele Ideen damit und hat
auch nicht im ersten Moment so richtig wahrgenommen, aber auf den zweiten Blick ist es oft, das geht mir ganz oft so, wenn ich irgendwas sehe im Katalog und dann sehe ich Ideen damit und dann denke ich mir, ja, das ist toll. Und im ersten Moment fällt es dann gar nicht so richtig auf. Aber das ist eben bei diesem Set auch mit dem Apfel. Da gibt es übrigens auch die passende Stanze, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich gucke. Nicht, dass ich einen Quatsch erzähle hier. Also ich zeige euch jetzt mal schnell das Set. Ich finde, auf den ersten Blick nimmt man das gar nicht so richtig wahr, aber man kann damit auch tolle Kürbisse machen, Äpfel natürlich. Man hat wirklich coole Sprüche, zum Beispiel auch zum Schulanfang, was ich ganz witzig finde, da hat man ja eigentlich selten Sprüche. Güte Klasse 1 finde ich auch witzig. Und also hier oben seht ihr auch nochmal Ideen dazu. Und es ist halt cool, weil es dazu auch eine Stanze gibt. Ich finde es immer toll, wenn es Stanzen gibt zum Stempelset. Aber ich muss sagen, ich habe auch über das, habe ich eigentlich fast drüber geblättert, über dieses Set. Und deswegen finde ich das total schön, dass wir hier eine Idee dazu bekommen, wie man so eine herbstliche Karte total super cool mit dem gestalten könnte. Kann man natürlich auch selbstgemachten, keine Ahnung, Apfelmarmelade mit dem verzieren oder Kürbismarmelade oder irgendwas. Kürbis, keine Ahnung, Kürbis. Was gibt es denn? Kürbismarmelade? Gibt es überhaupt? Ich weiß nicht. Aber irgendwas selbstgemacht, das ist einen schönen Kürbis dazu. Kürbissuppe oder keine Ahnung und dann kann man das schön damit verschenken. Also es ist eigentlich ein tolles Set, muss ich sagen. Was ich hier auch total schön finde, ist dieser Glitzerstein da. Der ist, fällt auf den ersten Blick auch nicht so auf, aber der ist total schön, weil der so facettiert glänzt. Ich weiß gar nicht, ob der von Stampin' Up ist, keine Ahnung. Den finde ich sehr schön. Und was ich hier natürlich nochmal sagen muss, ihr seht hier noch die Materialliste von der Maike und ich muss es nochmal sagen, die Schrift, die ist einfach nur der Hammer. Die ist so schön. Bombastisch, Maike. Ich finde die Schrift total toll. Auch den Brief, den du mir geschrieben hast, der ist super schön. Maike hat auch geschrieben, dass ihr das Video total gut gefallen hat und dass sie alles so richtig schön fand von den anderen Teammädels auch. Und ja, ich bin begeistert von deiner Schrift. Und natürlich auch von deiner wunderschönen Karte. Vielen Dank, liebe Maike. Herzlich haben wir auch. Jetzt kommen wir mal zu dieser Karte hier. Dies von der lieben Andrea. Andrea hat hier auch eine schöne Materialliste für uns geschrieben. Andrea Steiner, singold@googlemail.com. singoldsteiner@googlemail.com. Und Andrea hat hier mit einem Set gearbeitet, wo ich auch die ganze Zeit überlege, brauche ich es noch oder brauche ich es nicht? Also, denn es ist zum einen dieses unglaublich schöne Papier, das finde ich einfach nur mega schön. Das ist auf der Rückseite dieses Silberpapier und auf der Vorderseite dieses Foto-Echt-Bild. Total toll. Auch diesen Spruch aus diesem Stempelset finde ich wunderschön. Das Stempelset gefällt mir auch total gut. Ich zeige es euch mal schnell im Katalog. Das passt super zu den Stanzformen, die ich immer so gern benutze und wo ich immer nie weiß, wie sie heißen. Raffiniert bestickte Rahmen heißt es. Also es passt da super drauf und es ist so eine schöne Schrift, finde ich. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn ich nicht schon so viel im Schrank hätte, würde ich das auf jeden Fall bestellen. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, ist die Farbkombination. Ich habe mir das Flieder ja damals nicht bestellt oder ich habe mir das Flieder nicht bestellt. Ich habe mich für Ziegelrot und Pfauengrün als In-Color-Farben entschieden. Und wenn ich jetzt das Flieder so sehe, dann muss ich ehrlich sagen, das ist wirklich eine ganz tolle Farbe. Super schön. Hier kombiniert mit Heideblüte. Passt wieder perfekt. Andrea macht das immer perfekt, finde ich, von der Farbkombi. Und hier im Hintergrund seht ihr jetzt auf diesen Zweigen, ich glaube, die sind auch noch aus diesen Stanzformen, die zu dem Papier gehören. Da seht ihr noch, dass dieses Schneeflocken-Glitzer-Zeug da drauf ist. Mein Gott. Vielleicht schaue ich nach, wie das richtig heißt, weil. Also das sind die Stanzformen Winterrahmen. Das Papier haben wir schon gesehen, das ist im Katalog. Und die Stampin' Glitzer Eis. Glitter Eis, würde ich sagen. Das hier. Und das, finde ich, kommt im Katalog eigentlich schon sehr gut rüber. Hier oben sieht man das bei der Schneeflocke. Aber in echt, wenn man das sieht, dann glitzert es noch viel schöner als auf dem Papier natürlich. Aber ich denke, es kommt in der Kamera auch ganz gut rüber. Ist also wirklich sehr, sehr schön. So, und jetzt kommen wir zur Karte. Das ist nämlich auch wieder eine besondere Karte. Die kann man hier so schön aufklappen und hat dann hier zwei wunderschöne Plätze zum Reinschreiben. Finde ich total schön, Andrea. Gefällt mir richtig gut. Hat auch ein cooles Format, weil es so quadratisch ist. Schön, oder? Und wie gesagt, die Farbkombi finde ich klasse. Ganz toll. Das Band ist übrigens noch das aus der Celebration, das habe ich auch.
Ich glaube, meine Heideblüte ist fast leer, aber das habe ich noch, genau. Super, vielen Dank, Andrea, für diese tolle Karte. Finde ich wunderschön. So, ihr Lieben, jetzt kommen wir zur nächsten Karte. Die ist von der lieben Viola. Ist wieder eine Schüttelkarte. Ich hoffe, ihr seht es gut. Da ist so ganz feines Glitzerpulver drinnen. So, wie so kleine Pailletten sind es. Ich hoffe, es kommt in der Kamera gut rüber. Das glitzert und funkelt richtig, richtig schön. Und die Viola hat hier gearbeitet. Hier hat sie sogar auch wieder eine Materialliste. Das ist die erste Seite. Ich muss euch so halten, dass ihr das auch lesen könnt. Und hier hat sie geschrieben, sie mag das Stempelset Friedvolle Zweige sehr, weil es so vielfältig ist. Herbst und Winter, Weihnachten und Trauer. Und ganz toll finde ich es mit der Verbindung mit dem Designerpapier Winterzauber. Das stimmt. Also das Winterzauber-Designerpapier, das hat sie hier im Hintergrund wieder verwendet. Das ist einfach total schön. Da sind so Punkte drauf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die in echt auch drauf sind. Oder hast du die noch drauf gemacht? Das könnte sein, dass die in echt gar nicht drauf sind, sondern dass du dir echt die Mühe gemacht hast und dann hier die Punkte noch hingemacht hast. Weiß ich nicht. Ich habe das Papier nicht, obwohl ich es mir schwer überlegt habe. Aber wie gesagt, ich versuche ja auch, meinen Papiervorrat erstmal aufzubrauchen. Ja. Und die Zweige, die sehen wir jetzt hier. Die zeige ich euch auch mal im Katalog. Und das hier ist das Stempelset und das Stanzset zu den friedvollen Zweigen, die sie hier eben verwendet hat mit den Zweigen, wie es gesagt ist natürlich schon. Und auch der Spruch ist aus dem Stempelset. Für ruhige und besinnliche Momente ist auch der Spruch hier drin und den hat sie einfach gekürzt. Also der geht eigentlich noch weiter. Den hat sie hier einfach zur Hälfte aufgestempelt. Das kann man natürlich immer machen und das ist super. Und auch hier im Hintergrund ist gestempelt mit den Zweigen. Also finde ich total schön die Karte. Und auch hier ist es so, man kann wieder nicht aufhören zum Wackeln. Also Entschuldigung, wenn ich euch das die ganze Zeit vor der Nase hin und her schaukel, aber ja, bei Schüttelkarten, da kann man nicht aufhören. Ja, Viola hat mir die Karte extra noch aus dem Urlaub geschickt, weil sie das nicht mehr rechtzeitig losschicken konnte. Dann habe ich es eben von ein bisschen weiter weg bekommen. Das ist auch total cool, oder? Dankeschön, Viola, für die schöne Karte. Sogar mit einer Postkarte. Cool, oder? So, und jetzt kommen wir zu dieser Karte. Und hier bin ich gespannt, ob ihr auf den ersten Blick seht, was das Lieblingsset ist von der lieben Swantje. Ich gebe einen Tipp. Hier ein Hoch auf das Geburtstagskind. Also das finde ich eine total coole Sache, dass man aus dem Herbst-Winter-Katalog auch eine Sommerkarte machen kann. Und die Swantje hat das auch geschrieben. Sie hat übrigens auch das Kuvert selber gemacht. Das zeige ich jetzt nur von hinten. Aber dass es total witzig ist, dass aus dem Herbst-Winter-Katalog eine Sommerkarte entsteht. Die ist total schön mit den Schmetterlingen. Das ist ja auch wunderbar. Und das ist aus Folie gestanzt. Und dieser Hintergrund, den finde ich total cool. Also der ist selbst gemacht, würde ich sagen. Mit einem Zweig im Hintergrund gestempelt und dann, ich weiß nicht, wie man das macht, diese Striche und die Punkte, sind das Stempel wahrscheinlich, oder? Die man da so außenrum stempelt und dann hat man quasi sein eigenes Designerpapier mit diesem Rahmendesign und das finde ich echt schön, das gefällt mir richtig gut. Und die Farbe ist Merlot-Rot und die Stempelfarbe weiß ich nicht genau. Ich guck mal, wir haben einen Brief mit einer Materialliste, vielleicht. Oh, ich muss euch die Innenseite noch zeigen. Wunderschön. Die Zweige, die sind ganz, ganz toll. Jetzt schauen wir mal in die Materialliste, ob mir die ein bisschen mehr sagt. Merlot-Rot und Vanille pur. Brombeermoos. Ah, cool. Und Himbeerrot und Blütenrosa sind die Stempelfarben. Also das ist ja super. Merlot-Rot, Brombeermoos, Himbeerrot und Blütenrosa. Hier seht ihr nochmal die Materialliste. Da sieht man auch die vielen Stempelsets. Und jetzt zeige ich euch das Stempelset aus dem Herbst-Winter-Katalog. Und zwar ein Hoch auf alles. Das gibt es in Kombination mit so einer Stanzform, die leider ist nur in Englisch mit Cheers. Aber das ist der Stempel und die Idee zu dieser Karte dazu. Das finde ich total schön, wie das so entstanden ist. Und man hat da eben für das Geburtstagskind, auf das Brautpaar, herzlichen Glückwunsch, lasst uns feiern fürs neue Jahr und auf dich. Also wirklich, das kann man wirklich sehr universell und fürs ganze Jahr einsetzen. Das hat gar nichts mit Herbst, Winter nur zu tun oder so, sondern das ist einfach wirklich sehr universell einsetzbar. Und daraus ist diese wunderschöne Karte entstanden. Ich finde die ganz toll.
Ich weiß nicht genau, woher die Zweige sind, aber das würde mich interessieren, weil die sind echt toll. Vielleicht magst du mir das noch schreiben, Swantje. Oder du kannst es in die Kommentare schreiben. Also wirklich eine super tolle Farbkombi und eine super, super schöne Karte. Vielen, vielen Dank dafür. Und toll, dass es eben eine Sommerkarte geworden ist. Okay, und jetzt kommen wir zu den letzten Karten. Die sind jetzt eigentlich, glaube ich, nicht für dieses Thema. Also die haben jetzt eigentlich nichts mit dem Herbst-Winter-Katalog zu tun, aber die habe ich bekommen von einem Teammitglied, von der lieben Malis. Und ich wollte euch die einfach zeigen, weil die so schön sind. Also, ich finde das überhaupt toll, Malis, dass du mir eine Karte geschrieben hast mit einem Foto von dir und ein bisschen was über dich erzählt hast. Das finde ich total schön. Und ich war auch total baff von diesen tollen Karten. Total aufwendig. Also ich denke, das ist eine Stanzform, aber die schaut wirklich toll aus. Ist jetzt nicht von Stampin' Up, aber wirklich wunderschön und ich wollte es euch einfach zeigen. Man braucht immer Ideen und vielleicht ist genau eine von den ganzen Karten hier für euch die absolut perfekte Idee. Und das wäre auch eine Männerkarte, würde ich sagen. Würde zum letzten Thema ganz gut passen mit dem Setz die Segel. Hier ist sogar ein Borst. Und das ist auch wieder so eine coole Kartenform mit so einer also so ein, die ist so ganz flach und wenn man die dann aufklappt, dann hat man hier dieses 3D-Fenster, das nach vorne geht. Und da hat man dann hier innen drin den Hintergrund sehr, sehr schön gestaltet, super schön gestempelt, auch wieder embossed, also sehr viel Arbeit steckt in der Karte. Dieses Teilchen ist mir weggegangen, das war jetzt im Umschlag gelegen. Ich habe es jetzt hier oben in die Mitte geklebt, ich weiß nicht genau, wo es vorher war. Hier im Hintergrund auch mit Vögelchen noch. Also wirklich eine ganz coole Karte und könnte man auch super mit einem Foto kombinieren und dann aufstellen zum Beispiel. Selber den Umschlag gestaltet. Und dann hier noch eine Karte, die, also das finde ich ganz witzig, weil das so ein, wie so ein U-Boot-Fenster oder so. Also da ist jetzt hier vorne auch wieder so ein Fenster dran und hier innen hängt das Ankerchen. Das ist jetzt blöd für euch zum Zeigen. Ich glaube, ihr könnt es gar nicht so gut sehen. Das ist auch wieder so eine aufgestellte Karte. Ich kann es euch jetzt ein bisschen schwierig zeigen, aber hier vorne ist so ein durchsichtiges, wie so eine Schüttelkartenkugelform vorne dran. Und hier gestaltet mit einer Möwe und mit dem Steuerrad. Sehr schön, oder? Kann man auch wieder so aufstellen. Auch der Hintergrund ist total schön. Ich hoffe, dass der in der Kamera ein bisschen drüber kommt. Genau, und die Karten wollte ich euch jetzt einfach zeigen. Sind vielleicht eher ein bisschen auf das Männerkartenthema vom letzten Mal. Sind ein bisschen zu spät angekommen, dass ich sie da gleich gezeigt hätte, aber finde ich total schön und wollte ich euch trotzdem unbedingt zeigen. Meine lieben Mädels, ich danke euch total fürs Mitmachen. Ich finde eure Karten wieder total schön. Ich freue mich jedes Mal, wenn ein Brief kommt und ich das auspacken kann. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es dann erst aufmachen soll, wenn ich es hier für euch zeige, aber ich halte es nicht aus. Wenn die Kuverte vor mir liegen, dann muss ich reinschauen, weil es so schön ist. Danke fürs Mitmachen. Viel Spaß euch Zuschauern beim Zuschauen, beim Nachbasteln. Und wenn ihr Lust habt, zeige ich euch jetzt noch, wie ich diese Verpackung gemacht habe mit dieser Sargtüre. Dann schaut ihr einfach jetzt das nächste Video an, das dazugehört. Das kommt wieder hoffentlich gleichzeitig online. Ich bin ein bisschen spät dran, muss ich sagen. Also ich hoffe, ich schaffe es noch. Wenn ihr das sehen wollt, dann schaut da gerne vorbei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr uns natürlich gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt die Glocke und werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!